Rein da, Leute. Es ist soweit. Da müsstest du doch eigentlich gesehen haben, oder? Wenn die Leiche da im Flur war. Ist eigentlich Romadra auch eigentlich immer dran. Genau. Und mein Rivi ist schon wieder tot. Wieso kriegst du immer Rivi? Romadra, wir machen jetzt einen Double Kill. Gefehlt, bist du gut im Lügen, sag gerne. Ja, ist ganz okay, ne? Inzwischen glaube ich ganz okay, ne? Ich habe gerade Rivi Sven gesehen. Guck mal die Leiche, Rivi. Jetzt. Gibt doch keinen, der so schlimm macht. Ich war auch noch kein Imposter. Starte, ne? Und das ist so unfair, weil ich ein böser Mensch und Herz. Geht los! Okay. Rein da, Leute. Wir machen aber noch nicht so einen frühen Kill. Zit, reingezogen. Oh mein. Oh meine. Machen wir mal ein bisschen Türen zu, um ein bisschen Leute abzufacken. Hä? Hm? Ich kann nur da lang? Karl. Ich habe eine Leiche gefunden am Eingang von Communication. Ja. Und ich frage mich gerade, warum Karl nicht reportet hat. Ich habe gerade den Report-Knopf gesehen, ich habe die Leiche wirklich nicht gesehen. Halt okay. Also Karl war doch vorhin in die Leiche gelaufen. Ich bin über Storage nach Shields gelaufen. Passiv. Also ich kann auch nochmal sagen, ich bin auch mit auf die rechte Seite gegangen und ganz am Anfang war mit mir auch noch Reese. Also Reese müsste auch irgendwo rechts lang gelaufen sein. Ja, genau. Du warst Weapons, ich war Navigation, bin dann wieder oben raus über Runde zu atmen. Ich war Electrical mit Karl. Aber Karl, wieso hast du die Leiche nicht gesehen? Aber gut, du hast eh ein Alibi. Hat eh ein Alibi. Dann ich habe einfach auf irgendwas anderes gehabt. Ich habe den Report-Knopf gesehen, bin dann nochmal zurückgelaufen. Und mein Rivi ist schon wieder tot. Wieso kriegst du immer Rivi? Warte, wen habt ihr reportet? Habt ihr Rivi oder habt ihr... Nein, ich hab Tim reportet. Nee, weiß. Wo lag denn Tim? Eingang Communications. Also, ja. Und wo habt ihr Rivi zuletzt gesehen? Ich hab Rivi noch gar nicht gesehen, dieses Spiel. Ich habe überhaupt die ganze Runde nicht gesehen. Rivi war's. Vielleicht hat er Selbstmord begangen. Keine Lust mehr. Eingang von Communications. Hatte denn irgendjemand Reese nochmal oben Cafeteria oder Admin gesehen, als er zurückgelaufen ist? Ich will nur doppelt prüfen, ob du halt wirklich da unten gegangen bist. Nee, also ich sag auch von mir aus, da war ich halt, hab ich keinen mehr von euch gesehen, da war ich alleine. Leaf, du hattest mich zum Beispiel auch Navigation gesehen noch. Ja, ich habe Basti ziemlich weit oben gesehen. Warst du Navigation, Basti? Ja. Ich bin Weapons to Navigation. Okay. Also Basti kann es nicht sein, außer er ist von Shields hochgewendet. Ist da ein Vent? Ist da ein Vent in Cafeteria? Ja, da ist ein Vent. Mhm. Cafeteria? Dann könnte rein theoretisch. Aber wenn du Weapons in Navigation bist, dann müssen wir es doch nochmal über den Weg gelaufen sein, oder? Weil ich bin ja von Navigation wieder hoch zur Cafeteria, hab dich gar nicht mehr gesehen. Also, Revel, kannst du gut lügen. Ach, kannst du gut lügen. Aber ich bin halt wirklich die ganze Zeit. Okay. Ja, Revel, bist du gut im Lügen, sag gerne. Ja, ist ganz okay, ne? Inzwischen glaube ich ganz okay, ne? Ja. Aber ich würde ein Auge auf Reese vielleicht bei sie halten. Ich würde aber nochmal wegen gerade auch Auge auf Basti sagen. Ja, Basti auch. Safe, das ist schon mal sehr gut, Leute. Das ist schon mal eine sehr gute Runde. Wir haben schon direkt 2 Kills. Direkt 2 Kills und keiner sasst uns. Ich würde sagen, wir gehen jetzt die ganze Runde mal ein bisschen mit Chef Strobel. Das sieht realistisch lang aus, wie Chef Strobel da drauf ist. Wir mit den Girls zusammen Lights fixen. Chef Strobel? Chef Strobel? Piep, piep, piep. Piep, 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 piep. So, wo ist Chef? Jetzt muss ich wieder jemanden finden. Ah, dann ist zugemacht worden, dann konnte ich da nicht lang. Dann hat Reaktor gepiept, dann bin ich wieder rüber zu Reaktor. Also eigentlich war Chef die ganze Zeit bei mir. Dann in Electrical war ich dann alleine und dann als Reaktor anging, bin ich dann wieder zurückgegangen. Hab aber dann auf dem Weg niemanden gesehen. Okay. Gucken wir uns mal die Cams an. Basti ist da mit Knossi. Basti ist da mit Knossi. Aber Romatra macht auch nichts, ne? Also so langsam kommt's, würde ich jetzt gerne mal sabotagen. Weil sonst wird's langsam auch ein bisschen schwierig. Ich komme von unten. Close one, glaube ich. Jetzt muss ich hier das abholen. Das hat Karl. Scheiße.
Laufen hier lang. Okay. Ich habe Karl eine lange in Medbay gefunden. Karl in Medbay. Wo genau, wo genau? Über Mitte, so Hälfte von diesen, da sind ja so zwei Betten drin. Achso, auf der okay, Höhe von den zweiten Betten. Also zum Medbay möchte ich eine Sache kurz sagen, was mir komisch vorkam. Als vorher Reaktoralarm war, laufe ich nach links, Richtung Reaktor halt, quasi, ich glaube von Cafeteria aus, so nach links. Und ich sehe, Fabo, wie du auch reingehen, da langläufst, aber du bist halt, anstatt zum Reaktor, gehst du halt in Medbay rein. Ja, weil du davor drin warst und ich gucken wollte, ob, weil ich nee, davor... Nee, ich hab Fabo die ganze Zeit verfolgt, Fabo kann. Ja, ich war auch davor kurz in Admin drin und hab gesehen, dass jemand in Map ist, dann wollte ich gucken, wer, und dann warst du's und ich wollte erst gucken, ob da eine Leiche drin ist. Und dann bin ich noch in Electrical also, gelaufen und wollte schauen, ob da noch... Das Ding ist, ich bin das auch... übrigens ganz kurz, das war eine typische Romatra-Dings-Reaktion, wenn irgendwie manchmal vielleicht ein Kollege von ihm gedingstet wird... Ich wollte gerade das Gleiche sagen, Basti. Das wollte ich gleich sagen, weil... Spielt Romatra immer. Er sagt immer instant. Ich habe die beiden bei Lower Engine getroffen. Ich habe die beiden bei Lower Engine getroffen. Aber beschuldigt Basti auch immer so andere Leute. Das ist wirklich Chef Strubel, wo warst du am Ende? Ich wollte es Fabo kann mich hundertprozentig denken. Ich war Camp. Ich habe auf jeden Fall Fabo. Nicht, wäre ich auch übel sauer. Warte mal, Chef, du warst Camp. Dann müsstest du doch eigentlich gesehen haben, oder? Wenn die Leiche da im Flur war. Ja, stimmt. Wenn du Camps aus dem Flur reingelaufen bist. Ich bin nämlich jetzt gerade von Cafeteria über. Ich war genau da in dem Flur gerade Richtung Upper Engine. Ja, nein, du hättest ja sehen müssen, also Chef Strobel hätte sehen müssen, wer nach Medbay reinläuft. Eigentlich schon, ne? Weil du ja auch schon früher da. Also du hast dich doch voll bei Reef, du warst doch auch vorhin dabei, als du den Scan gemacht hast. Ja, du, stimmt. Ja gut, aber dann kannst du dann Chef Strobel stand schon schön auf dem Scan drauf, das stimmt aber schon. Aber wer ist jetzt Fabo und Romatra, ihr saved euch gegenseitig, ja? Ja, Chef Strobel kann uns auch schützen. Chef Strobel kann auch sagen, dass ich nicht in Medbay reingelaufen bin mit Karl zusammen. Also das geht nicht. Ja, nee, es ging wirklich nicht. Es wäre nicht gegangen. Es gibt keinen Plan. Aber ihr hättet wenden können. Knossi, warum wolltest du mir dann am Laufen? Das geht halt, ne? Von Fabo. Knossi hat gar nichts gesagt, kann das sein? Der war mute. Ja, aber hab ich gewohnt. Weiß nicht, ob er das wollte. So, jetzt ist Romatra. Achso, ich war gemutet auch. Ich Idiot. Jetzt ist eigentlich Romatra auch eigentlich mal dran, ne? Mit Killen. Weil die Aufgaben sind schon sau, weil wir müssen jetzt einen Double Kill machen. Romatra, wir machen jetzt einen Double Kill. Ich glaube, mit Romatra mit und wir machen einen Double Kill. Obwohl die Frage ist, ob sich zwei Leute saven können. Oh fuck, Kill Cooldown. Fuck. Scheiße. Die Tasten sind zu weit. Wir müssen jetzt killen. Fuck. Oh mein Gott. Hat er mich gesehen? Okay, ich habe gerade gesehen, wie Antonia Fabo gekillt hat. Mom? Ich habe gerade Reese Wenden sehen. Ich habe Reese Wenden sehen. Komm, Antonia, mach's mit Würde. Wo war die Leiche? Wo war die Leiche, Reese? Die Leiche war im Flur zwischen Security und Reaktor. Und ich bin gerade runtergelaufen. Das ist schon mal falsch. Das ist schon mal der erste falsche Punkt, ja? Wolltest du in die Camps reinlaufen? Security, lauf hoch und sehe gerade, wie dieses graue Stümmelchen von Fabo noch wackelt und Antonia läuft Richtung. Also zwei Lügen. Erstens war die Leiche in Security und zwar ziemlich direkt in Security. Wieso hast du nicht reportet dann? Weil ich gerade erst aus den Camps rausgegangen bin und gesehen habe, wie die Leiche da war und du in den Vent gesprungen bist bei Security. Ich hörte ja keine. Nee. Zwei Sachen falsch. Die Leiche war in Security erstens und er ist gerade weggewendet. Also erstens wusste ich nicht genau, wer es war, aber jetzt wo also ich hätte es echt nicht gemerkt, wenn du nicht gesagt hättest, also wenn du mich nicht beschuldigt hättest, hätte ich nicht gemerkt, dass du es gewesen wärst. Dann hätte ich nicht gewusst, wer es war. Also das Ding ist Refeed und Fabian waren bei mir. Hallo. Es sollte mir mal jetzt hier einschlagen, wenn es Refeed nicht war. Ich sag euch, dass Refeed und Fabian mit mir gelaufen sind und dann waren sie irgendwann beide weg. Aber ja, siehst du, ganz am Ende. Kurz jetzt mal ganz kurz bei Reese war sowieso schon am Anfang ein bisschen komisch das Ganze. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, dass Reese jetzt ein bisschen, das war jetzt die Lachverteidigungstaktik so. Also so. Ich habe ihn halt gesehen. Also, safe. Ich sehe den Mord, sie sagt, und sie sagt da drauf, also, ja, ich habe ihn wenden sehen. Ich hätte gedacht, Post, entweder oder? Orange oder Rot, Refeed. Aber jetzt, wo Reese mich angeschuldet hat, dann muss es Reese sein. Ja, ist Reese. Leute, glaub mir, ich habe Antonia beim Kill beobachtet. Reese und Knossi, dass sie es beide sind. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube diesmal Reese. Wer verdächtigt mich? Glaub mir,
Reef. Ich hab Reef genommen, weil die ist mit Fabio mit mir gelaufen und danach war der Kill. Dass ich das sein soll. Oh mein Gott. Ja, dann behalte natürlich. Ja, lauf dich mit Reef. Fuck. Okay. Es ist Reef. Auf geht's, Romatra Double Kill. Ja, die Romatra Double Kill. Romatra Double Kill. Romatra Double Kill. Romatra Double Kill. Bitte, Romatra, gib alles. Romatra Double Kill. Romatra Double Kill. Komm mit. Komm mit, Romatra. Ich lauf mit Romatra. Oh mein Gott, wir müssen einfach nur warten. Es war gut, dass der Romatra das gemacht hat. Wir müssen einen fucking Double Kill machen. Und jetzt O2 anmachen. Und jetzt? Jetzt komm, gleich, jetzt gleich. Achtung. Sei ready, Romatra. Sei ready, Romatra. Der läuft nicht zu, der läuft nicht nah genug an jemanden dran. Und jetzt mach den Double Kill. Und ready, Achtung. Und let's go. Yes! Ich wollte gerade sagen, es ist auf geht's, Romatra, auf geht's! Es war gut! Aber ihr glaubt mir doch! So schön! Das war wirklich sehr schön. Ey, Antonia, ich bin erschrocken, wie gut du lügst. Ah, danke dir. Das Dione mit der Wimper zu zucken hat, die mich gefickt hat. Und dann erzählt ihr euch irgendwelche Geschichten bei Self-Report. Ey, das war mich getäuscht in Hollywood gerade. Ich werde so gut in dem Game langsam. Das war eine sehr krasse Runde. Der Reef rausgeholt. Das war wieder so ein Reef. Ich sag auch gerade noch zu meinem Chat: Reef und Romatra laufen uns hinterher. Ich hab gesagt, wir werden jetzt ein Double Kill, dann sind wir raus. Vor allem gerade bei dieser Wendnummer, wie die euch hops genommen hat. Ach, oh mein Gott, so fucking close. Mann, aber Reefs Verteidigung war halt das Lachen. So, das war, halt, das war nicht mal, ich war geschockt. Ich fand, das hat man schon echt krass rausgehört, dass sie so auf ja, Panik. es war schon schlecht. Ich dachte, das gewendet. Ja, Reefs, dann sag mal Verteidigung, Digga, was soll ich da machen, außer Lachen?